Ja, hallo liebe Freunde meines Kanals und willkommen hier zurück bei Hellblade im Let's Play. Wir müssen mal wieder durch eine Tür durchkommen und zwar ist es dieses Mal dieses Runengebilde. Und guck mal, da oben haben wir schon wieder hier überall, das haben wir noch in der letzten Folge gesehen, wieder so kleine Tore. Das heißt, wir müssen uns auch durch diesen Raum durchrätseln. Und ich finde es mit den Rätseln tatsächlich so cooler gelöst, als einfach nur diese Formen finden. Overcome Valravan's final illusion to face him in his keep. I know you can do it, Senua. You have the sight. We both see the darkness. We can fight it together. Naja, erstmal müssen wir jetzt den Weg finden, dass wir da oben diese Tore erreichen. Und es soll dann tatsächlich die letzte Illusion sein, also danach stehen wir Valravan tatsächlich gegenüber im One-on-One-Fight sozusagen. So. Speak to me, Drew. Tell me a story. Senua, listen. I will tell you the tale of a man called Findon. The Northmen captured Findon's sister, and his father sent him to pay for her release. But they took his gold, put him in chains, and held him for a day and a night without food or water. Then they released him. I don't know why. Upon his return, his father's enemies in Erin set fire to his home. His father burnt to death, and his brother was killed. But he escaped with sorrow in his heart. His father's enemies offered redress for his loss and invited him to a feast. It was at a hall near the sea. But when he went there, they betrayed him to the Northmen, who enslaved him and took him to hell. 6 years later, his slave masters landed on the shores of Orkney, burning all before them. And into that fire, Findon made his escape. What was Findon burnt away that day? But from the flames, a new man stepped forward, and Druth was born. Okay. The man that I am now. And though Findon never set eyes on his dear sister again, I, Druth, have found you, Senua. Okay, I das ist. I could have seen my home before these dark times. Ja, wo muss ich denn hier jetzt lang? Muss ich über diesen Baumstamm klettern? Ich habe jetzt hier so ein Tor. Aber hier passiert ja nichts, wenn ich hier durchgucke. Alles bleibt, wie es immer war. In dieser Illusion. Doch, guck mal hier. Doch, guck mal, da vorne haben wir jetzt was. Okay, da vorne hat sich was geändert. Ah, man muss manchmal echt ganz genau hingucken, dass man dann auch sieht, ja, was wir jetzt uncovered haben. Sehr, sehr geil. Müssen wir nur noch den Weg dahin finden, sozusagen. Ah, wahrscheinlich dann hier lang. Oh, ich bin schon so auf den Kampf gegen Valravan gespannt.
Bestimmt kommt dann auch noch so eine Art Vorkampf oder so. Gegen ganz normale Gegner. Muss ich manchmal ganz genau hinschauen. Ach, guck mal, jetzt haben wir hier was hingestellt. Das war jetzt wieder ein Stückchen leichter, wobei natürlich wie beim letzten Mal ja auch ordentlich was dazugelernt haben. Ich hatte es halt schon in der letzten Folge erwähnt, die Rätsel funktionieren hier sehr interessant. Die sind eigentlich gar nicht schwer, aber sie sind trotzdem immer noch so, dass man sich denkt, ah, okay, cool, ich bin drauf gekommen. Aber von wo aus gucke ich denn jetzt bitte da drauf? Das wird noch spannend. Auch mal gespannt, was dann die Bossfähigkeiten von Valraven sind. Der olle Rabe. Achso, wahrscheinlich musste ich hier nur uncovern. Wartet mal. Wahrscheinlich brauche ich nämlich die Version. Ich habe das da oben gemacht, damit ich hier die Brücke freischalten konnte. Und jetzt kann ich nämlich genau von hier aus drauf. Ah ja, dann kann ich da oben ins Rabennest rein. Ach, das ist aber auch wirklich gut gemacht. Das ist wirklich gut gemacht, Leute. Erzählt hier nichts anderes, ja? Wenn ihr was anderes in die Kommentare schreibt, dann werde ich böse. Oh, nicht runterfallen, Senua, nicht runterfallen. Oh, erstmal ein bisschen... Es regnet ja auch. Und dann über so einen Abgrund, also ganz ehrlich... Naja, ist ja auch egal. Wir haben es geschafft. Focus. So. Oh nein, hinter uns. Aua. Didn't end well in the wilds. It never does. You think you can overcome the darkness, make sense of it, and once relief settles in, it strikes out of nowhere, throwing you helplessly back into the maelstrom, drowning the mind in fear, deeper, deeper. Dragging you down so far into the void that maybe this time there is no coming back. But there, in the darkness, Senua. And she remembered what he told her. Hear me. Reach out to me. Senua, take my iron mirror. Look into it, for it is a window into the underworld. Within, you will see the face of the darkness that you fear. And if you focus, like I have taught you to, you will also see that as much as the darkness has you trapped within its veil, it too is trapped within yours. Focus! 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 Okay, los geht's. I see you now. You led me to the wilds. You trapped me there! Remember your time. Wow, der ist nicht schlecht. Der ist ganz schön schnell. Aua! Was ist denn los mit mir? Get up,
Okay, das war jetzt mal ein blöder Try. Direkt gestorben. Okay, der normale Gegner dazu geholt. Ich glaube, die muss ich dann echt abblocken oder so. Ha, geblockt. Ah, ihr könnt mir gar nichts. Komm, gegen drei ist doch unfair. Stronger than
Oh, komm. Come on. Nein. Ach komm, das gibt's doch nicht. Nein. Oh. Ich glaube, ich habe wieder ein bisschen Leben dazu bekommen. Oh nein! Boah, der Zacke falsch eingeschätzt von ihm. Ja, wir haben ihn. I never beat you in the wilds, did I? But not this time. The mark of Valravn, one of the keys to the gate to Helheim. Hold it in your mind's eye. With every battle, the darkness grows stronger. Every victory, bringing her closer to defeat. Unfair, isn't it? In those dark winter nights in the wilds, there were times when she considered letting go. If it weren't for Druth, a chance encounter in the wilds, she would not have heard his stories of the Northmen. She would not have this chance to find Dillian's soul. I'm coming. I still hear you. Ja, und auch hier ist jetzt Sonnenaufgang sozusagen. Auf jeden Fall ist es heller geworden. Ja, weil Ravin ist besiegt. Er war ein bisschen schwerer, muss ich sagen, als Surt. Aber letzten Endes ist er uns doch erlegen. Ach, schön, die Musik gerade. When she was younger, she would lay in the grass and stare at the clouds. And then she saw them. Lucif. Shifting faces. After a while, she could see the faces everywhere. In the trees, the mountains, caves. Das ist einfach zu schön. Achso. Wie lang kann ich dann runter? Ja, ihr Lieben, ich würde sagen, hier nochmal ein ganz kurzes Päuschen, weil hier war gerade ein Speicherpunkt. Ja, Valravn ist besiegt, wir können damit nach Helheim. Ich bin schon sehr gespannt, was uns da in dieser Düsternis erwarten wird. Ihr hoffentlich auch und seid wieder mit dabei in der nächsten Folge Hellblade. Vielen Dank fürs Zuschauen bis dahin und gehabt euch wohl. BB, euer Hyuga.